Bei seiner gestrigen Rede vor der UNO in New York sprach der russische Präsident Putin auch das Flüchtlingsproblem in Europa und ein mögliches Bündnis gegen den internationalen Terrorismus an. Hier seine Ausführungen zu diesen Punkten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss feststellen, dass die offene und ehrliche Meinung Russlands dazu benutzt wird, Russland eines wachsenden Ehrgeizes zu beschuldigen, als ob jene, die das sagen, keinen Ehrgeiz hätten. Aber es geht nicht um russische ehrgeizige Absichten, sondern um das Anerkennen der Tatsache, dass wir die aktuelle Situation in der Welt nicht hinnehmen können. Wir schlagen heute vor, dass wir uns weniger von Ehrgeiz, sondern mehr von gemeinsamen Werten und Interessen leiten lassen. Unter Berufung auf das Völkerrecht müssen wir unsere Anstrengungen zur Bewältigung der Probleme, mit denen wir alle konfrontiert sind, vereinen und eine wirklich breite Koalition gegen den Terrorismus ins Leben rufen. Ähnlich wie beim Anti-Hitler-Pakt könnte dies ein breites Spektrum von Teilnehmern vereinen. Teilnehmer, die gewillt sind, standhaft jenen zu widerstehen, die, genau wie die Nazis, das Böse und Hass säen. Und natürlich sollten die muslimischen Nationen die Schlüsselrolle in dieser Koalition spielen, da der Islamische Staat nicht nur eine direkte Bedrohung für sie ist, sondern auch, weil er eine der größten Weltreligionen mit seinen Gräueltaten in Misskredit bringt. Die Ideologien dieser Extremisten sind eine Verhöhnung des Islam und untergraben seine wahren humanistischen Werte. Ich möchte auch die muslimischen geistlichen Führer aufrufen. Ihre Autorität und ihre Führung sind gerade jetzt von größter Bedeutung. Es ist wichtig, die Menschen, die von den Extremisten angeworben werden sollen, vor übereilten Entschlüssen zu bewahren und denjenigen, die bereits getäuscht wurden und sich aufgrund unterschiedlichster Umstände unter Terroristen wiederfanden, zu einem normalen Leben zurückzuverhelfen, indem sie ihre Waffen niederlegen und den Brudermord beenden. In den kommenden Tagen wird Russland als turnusmäßiger Präsident des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ein Ministertreffen einberufen, um eine ausführliche Analyse der Bedrohungen im Nahen Osten zu erstellen. Zuerst schlagen wir vor, Möglichkeiten zur Annahme einer Resolution zu finden, die helfen würde, die Bemühungen aller Parteien zu koordinieren, die sich dem Islamischen Staat und anderen Terrorgruppen widersetzen. Noch einmal, eine solche Koordination muss auf den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen basieren. Wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft in der Lage ist, eine umfassende Strategie zur politischen Stabilisierung sowie zur sozialen und wirtschaftlichen Erholung im Nahen Osten zu entwickeln. Dann, liebe Freunde, gäbe es keine Notwendigkeit, noch mehr Flüchtlingslager zu errichten. Bisher hat der Menschenstrom, der gezwungen war, seine Heimat zu verlassen, zuerst die Nachbarländer und dann Europa buchstäblich überschwemmt. Jetzt sind es Hunderttausende und es wird nicht lange dauern, dann werden es Millionen sein. Dies ist im Wesentlichen eine neue, tragische Periode der Völkerwanderung und eine harte Lektion für uns alle, Europa eingeschlossen. Ich möchte betonen, dass die Flüchtlinge unbezweifelbar unser Mitgefühl und unsere Hilfe brauchen. Doch die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist, das Funktionieren des Staates, wo dieser zerstört ist, wiederherzustellen. Die Institutionen der Regierung, wo diese noch existieren, zu stärken bzw. neu zu gründen und den Staaten, die in einer schwierigen Situation sind und den Menschen, die trotz aller Prüfungen nicht ihre Häuser verlassen wollen, umfangreiche militärische, wirtschaftliche und materielle Hilfe zu gewähren. Selbstverständlich kann und soll eine jedwede Hilfe angeboten und nicht aufgezwungen werden, in strikter Übereinstimmung mit der UN-Charta. Mit anderen Worten, sollten alle schon unternommenen und zukünftigen Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht stehen und alle Maßnahmen, die das Völkerrecht brechen, abgelehnt werden. Vor allem, glaube ich, ist es von größter Bedeutung, die staatlichen Institutionen in Libyen wiederherzustellen, die neue Regierung des Irak zu unterstützen und der rechtmäßigen Regierung von Syrien umfassende Hilfe zu gewähren.